Ich werde jetzt duschen gehen. Bitte störe mich nicht. Okay, unsere Mutter geht gerade duschen. Das heißt, sie legt sich gerade doch in die Badewanne und nimmt sich dort ein Bad. Und wir müssen unsere Mutti jetzt pranken. Okay, Farbe oder Schleim? Eins von beiden müssen wir dementsprechend nehmen. Und wir entscheiden uns für den Schleim. Mal gucken, was da passiert. Oh, oh, oh. Okay, das sieht hier nach einer ganz schön grünen Eskapade aus. Oh, sie scheint irgendwie doch zu stinken. Oh, oh, alles ist voll mit so Bakterien einfach. Ich glaube, da ist jemand ganz schön sauer auf uns. Wir können ihn jetzt, was? Wir können ihr jetzt entweder eine Spinne geben oder ein Gecko? Okay, wir geben ihr einen Lizard, ein Gecko. Und der ist jetzt bei ihr auf dem Handtuch. Und jetzt versucht sie, das Handtuch zu nehmen. Aber ihr springt der Gecko einfach auf das Schlüsselbein. Und damit haben wir sie geprankt. Dieser Lügensimulator hier sorgt nämlich tatsächlich dafür, dass ich nachts nicht schlafen kann. Weil ich nämlich unbedingt wissen möchte, wie es hier drin weitergeht. Denn wir haben nämlich hier diese Zahnfee, beziehungsweise die Nasenfee, die unsere Nase immer weiter wachsen lässt. Und unser Ziel in diesem Spiel ist es, wie in der ersten Folge auch, zu lügen. So, da ist ein 500er einfach. Ein 500er in der Geldbörse? Take it oder schmeiß es weg? Alter, wir nehmen auf jeden Fall den 500er. Oh yeah. Das ist auf jeden Fall entspannt. Wir haben uns da jetzt aber einen lässigen 500er geholt. Und da vorne haben wir weitere 5 Monate, die uns tatsächlich auf unser wunderbares Konto geschrieben werden. Ich muss sagen, als wir noch laufen konnten, waren wir doch nochmal schneller unterwegs. Jetzt, seitdem wir dieses Dreirad haben, fahren wir richtig langsam. Ich sag's euch, es hat sich nicht gelohnt, dieses Dreirad zu holen. Oh mein Gott. Okay, tap to start. So, 9,4 Jahre alt sind wir. Und zu dieser Zeit liegen wir in unserem Bettchen und müssen unseren Alarm ausmachen. Also aus das Ding. Und 30 Minuten später müssen wir wahrscheinlich aufstehen. Aber er schläft weiterhin mit seiner viel zu langen Nase. Okay, aber da kommt unsere Mom und die sagt, hey, warum bist du wieder zu spät zur Schule? Ich habe Fieber, ich habe Bauchschmerzen. Ich habe Bauchschmerzen. Mein Bauch tut weh. My tummy ache. Tummy ache. Oh, armes Kind. Ruh dich aus. Oh yeah. Nice gelogen. So. Und jetzt sind wir also ganz entspannt ausgeschlafen und können uns ganz entspannt wahrscheinlich zum Party machen ins Wohnzimmer begeben. Oh yeah. Oh nein. Oh, oh was? Dieses Wasser hat sich aber ganz schön krass im Viereck ausgebreitet. Auf den gesamten Teppich. Uiuiui, jetzt müssen wir das aber schnell hier trocknen. Oh, es hat nicht geklappt. Oh nein, da kommt unser Dad. Oh, OMG, Dad, was geht? Oh mein Gott, was ist hier mit dem, was ist mit dem Teppich passiert? Das ist nur ein neues, das ist nur ein neues Design. Das ist nur ein neues Design. Wow, das sieht echt cool aus. Wow, unser Dad hat uns einfach geglaubt, dass es ein neues Design ist. Hat einfach geglaubt. Hat gesagt, okay, ist in Ordnung. Seid ein Dad, so ist normal. Okay, so, wir bewegen uns weiterhin. Und wir müssen... Oh Gott, was ist denn da jetzt gerade mit dem Bild passiert? Schaut euch mal dem sein Auge an einfach. So, wir essen jetzt hier Süßigkeiten gerade. Oh, oh, oh yeah, oh yeah. Da gönnt er sich auf jeden Fall ein paar kleine Süßigkeiten. Oh, das ist der Hundi. Kleiner Hundi. Who ate all the candies? Wer hat die ganzen Süßigkeiten gegessen? Der Hund hat sie gegessen. The dog ate it. Der Hund. Es ist immer der Hund. Bad dog. Ganz böser Hund. Ganz böser Hund. Liebt einfach Süßigkeiten. Unglaublich. Ich habe heute auch ein paar Süßigkeiten gegessen. Aber da ist auch gleich unsere Mom. Please wash the dishes while I am gone. Bitte wasch auf jeden Fall das Geschirr, solange ich weg bin. Erstmal schlafen gehen. Erstmal eine Runde. Haha, Junge, diese Nase ist einfach so riesig, Mann. Und die wird immer größer, solange wir spielen. Why didn't you do the dishes? Warum hast du das Geschirr nicht gemacht? Ich habe Hausaufgaben gemacht. I was doing ich habe einfach Hausaufgaben gemacht. Sorry, Mom, die waren so schwer. Wow, son. Wow, ich bin so stolz auf dich. Oh yeah. Okay, nicht schlecht. Oh, guck mal, da legt er sogar einen kleinen Dance hin. Ah, oh, nee, der ist festgefroren wieder. Okay, weitere 6 Monate kommen auf unser Konto. Dieses Konto wächst. Wir sind 10,3 Jahre alt inzwischen. Ich glaube, das nächste Mal, wenn wir unsere Nase voll bekommen, Leute, dann bekommen wir so einen riesen Nasenzinkenschub. Oh, und wir sind gerade dabei, Geld von unserer Mom zu klauen? Oh, oh, wow, 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 wow. Die gute alte Mom. Where did all my money go? Wo ist mein ganzes Geld hin? Unser Vater. Der Vater hat's geklaut.
Der Dad! That's weird. Let's check your room first. Lass mal deinen Raum als erstes abchecken. Nein, nein, nein! Er hat das Geld gefunden. Ein Dieb hat es gestohlen. Ein Dieb! A thief stole it. Ja. What? Was? Ich rufe gleich die Polizei. Alter, die ruft sogar die Polizei, Mann. Einfach nur, weil wir gelogen haben. Oh mein Gott. Alter, entkomme der Polizei. Was? Where did the thief go? Oh nein, wo ist der Räuber hin? Er ist weggerannt. Er hat sich unsichtbar gestellt. Er ist weggerannt. He ran away. Er ist aber weggerannt. Er ist aber weggerannt. Das kann, no way. Nein, das kann, nicht, das kann doch nicht sein. Ich werde ihn finden. Okay. Oh, Leute, das ist hier schon eine echt ganz schön crazy Sache. Wir haben inzwischen schon $700. Ich glaube, es wird langsam Zeit, sich ein neues, nices Outfit zu holen. 7 weitere Monate warten hier auf uns. Und das Ganze wird tatsächlich nochmal damit begleitet, dass wir uns auf jeden Fall nochmal neue Klamotten holen können. $800 haben wir. Das heißt, uns steht die Welt offen. Und wir ziehen uns jetzt an wie... wie wollen wir uns denn anziehen? Wir ziehen uns an wie dieser rote Typ hier. Oh yeah, warum sehen wir so böse aus? Oh, wir haben einfach Bart bekommen. Wir haben einfach jetzt schon Bart. Mit 10,9 Jahren. To sleep. Please, ich gehe jetzt schlafen. Bitte störe mich nicht. Okay, alles klar. Gute Nacht, Mutti. Oh, wir sehen so schrottig aus. Wir sehen so schrottig aus. Wir müssen wieder unsere Mom pranken. So, sie geht schlafen. Also legen wir ihr einen Backstein hin, dann muss sie sich da einfach so hinlegen. Oh nein, 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 das ist ein gemeiner Prank. Aua, oh, oh, unangenehme Situation. Oh, wir können hier auch die Glühbirne kaputt machen. Dadurch hat sie dann nicht mal mehr Licht. Keine Ahnung, wie auch immer wir das gemacht haben, aber sie wird das Licht einschalten. Oh nein, das Haus fängt gleich an zu brennen. Es gibt gleich einfach einen Elektroschaden. 100 Münzen. Okay, das war ein sehr rustikaler Prank, würde ich sagen. Die Glühbirne zu manipulieren und ein Brick, einen Backstein als Kissen zu verwenden. Das ist schon sehr, sehr weird. So, was haben wir jetzt? $300, wir sind 11,5 Jahre alt. Man merkt auch schon, unsere Nase wächst. Alter, die Nase ist riesig hier. So, was macht da unsere Lehrerin wieder? Wir pennen einfach da. Wir pennen einfach. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Why are you sleeping? Warum schläfst du, hä? Huh? Ich hab unser Projekt die ganze Nacht gemacht. Was doing your project all ja. night. Ich hab die wow, ganze very good. Nacht gemacht. Okay, leg dich wieder hin. Oh nice. Die erlaubt uns einfach so während der Schule zu schlafen. So, take lunch. So, jetzt können wir. Oh, was? Wir müssen jetzt einfach die Kekse von denen klauen, das Essen von den anderen. Oh, wir sind ein schlimmer Schüler. Oh, sind wir schlimm. Oh Mann, der Arme, der Where did my lunch go? Wo ist mein Mittagessen hin? Oh, du hast es doch schon gegessen. You already ate it. Du hast es doch no schon way. Gegessen. I have been hungry all day for this. Ich war den ganzen Tag schon hungrig. Oh, das war ein Fail. So, diesmal sagen wir es. Deine Mom hat vergessen, dir dein I Essen think your mom einzupacken. Forgot to pack lunch. Du hast yeah, leider maybe. Kein Mittagessen. She looks like busy today. Oh Mann, sie war heute aber auch echt beschäftigt. Ja. Tja, so ist es mal. Manchmal hat man halt einfach kein Mittagessen dabei. Und manchmal essen die anderen das Mittagessen auch weg. Oh yeah. So. Oh, da ist wieder die Fee und sie sorgt wieder dafür, dass unsere Nase nochmal einen kleinen Wachstumsschub bekommt. So. Und diese 6 extra Monate nehmen wir uns gleich mit und werden dadurch jetzt sogar schon fast 12 Jahre alt. Kann das sein? 12! Wir sind jetzt 12, ganz offiziell. I need to buy a gift for my GF. Ich brauche ein Geschenk für meine Freundin. Was? Wir haben inzwischen eine Freundin? Oh mein Gott, das ist die Kreditkarte von unserem Dad. Okay, ganz entspannt. Einfach gezogen. Okay. Wir sehen so gemein aus. What is in your hand? Was ist das in deiner Hand? Das ist meine Schul-ID. Das ist von der Schule meine Karte. Ja, genau. Alright. See you later. Alles klar, Mann. Ich sehe dich später, Sohn. Okay, danke, Vater. So. Jetzt müssen wir hier die Karte reinstecken und zur Seite swipen. So, um uns einzuloggen. Ins Internet. Oh, yeah. Alter, was? Haben wir da jetzt einfach... Okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall... Jetzt müssen wir unsere Mom irgendwie verpetzen. Hey, wer hat meine Karte verwendet im Internet? Ich glaube, das war unsere Mutter. Das war Mutter. Guck dir das an. Sie hat sich sogar eine Tasche gekauft. Oh nein.
nein, wie kann das nur sein? Oh Mann, da spielen wir sogar schon die eigene Familie miteinander aus. Das wird ja immer schlimmer mit dem Lügen. Aber wir sind schon Platz 639 im Lügen. So, was? Das hatten wir noch nie. Einfach eine fliegende Uhr? Oh. Oh, was? Wir sind einfach erwachsen geworden, Mann. Und jetzt inzwischen bekommen wir nicht nur 6 Monate, sondern 12 ganze Monate inzwischen, ne? Die wir tatsächlich uns immer wieder gut schreiben können. Und selbstverständlich, lass uns mal andere Klamotten anziehen, weil irgendwie sind die Klamotten ganz schön stressig. Die sind irgendwie nicht so nice. Vielleicht wäre es ja cool, wenn wir wieder alte Klamotten anziehen. Hier, diesen Backstein. Alter, schau mal, wie der aussieht. Der ist einfach so erwachsen geworden. Niemals. Okay. Rede mit dem süßen Mädchen. Oh yeah. Okay, jetzt müssen wir daten. Okay, das kriegen wir hin. Jetzt wird gedatet, Leute. Ein cooler Spruch. Oder lieber tanzen. Komm, tanzen, Digga. Tanzen geht immer. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Er geht ab. Oh, wie er abgeht. That's cute. Where do you stay? Wow, das war sehr süß. Woher kommst du? Ich wohne in einer Villa. Ich wohne im Weißen Haus nebendran. Das Weiße Haus ist ja eigentlich dafür bekannt, dass da der Präsident drin wohnt. Aber eine Villa, das wird sie uns abkaufen. Ich wohne in einer Villa nebenbei. Wow, lass zu deiner Villa gehen. Was? Was? Wir haben gar keine Villa. Oh nein, Fake House? Oh nein, jetzt müssen wir lügen, dass wir... Oh. I thought you had a mansion. Hey, ich hab gedacht, du hast eine Villa. Das ist mein anderes Haus. Das ist mein Zweithaus. This is my spare house. Ja, das ist mein Zweithaus. Oh, yes! Wir haben uns einen Kuss abgeholt. Oh, yeah. Okay, das Dating läuft auf jeden Fall schon sehr, sehr nice. Okay, damit bewegen wir uns immer weiter... Oh, wir können uns wieder umziehen. Wollen wir uns nochmal doch... Guck mal, wir ziehen uns mal so ein Schwarz... Ey, was? Da links ist einfach unser Klo, das ist einfach unser Zwilling. Nur, dass er nicht so eine große Nase hat wie wir. Und der da rechts? Also, der rechts sieht genauso aus. Wir sind einfach Drillinge. Guck mal. Das ist ja witzig. Okay, nicht schlecht. Okay, weiter geht's in der Schule. Hey, er hat mein Mittagessen gegessen. Oh. Call your parents. Hey, ich werde deine Eltern morgen anrufen. Was? Warum sind wir wieder so klein geworden? Pranke deinen Freund. Okay, der Freund hat uns wahrscheinlich verpfiffen. Deswegen werden wir ein bisschen eine Spinne in die Schuhe reinmachen. So eine Spinne in den Schuhen, das ist schon immer ein guter Prank gewesen. Wow, gut gedacht. Oh nein, jetzt zieht er sich die Schuhe an, oder? Wow, Alter, der wird einfach von so einer Spinne angegriffen. Schon ein fieser Prank. Und was legen wir ihm rein? Kleber. Bisschen Kleber. Das kann schon mal ganz nice sein. Oh nein. Oh nein. Oh, jetzt kann er ihn nicht mehr mitnehmen. Okay. Das war schon eine dicke Kleberspur. Und wir haben schon wieder $800. Inzwischen können wir uns vor Geld kaum retten. Zack, zack, zack. Wir bekommen immer mehr und immer mehr Geld. So, wir fahren weiterhin durch und holen uns tatsächlich nochmal 12 ganze Monate ab. Und werden damit auf der Nasenskyline weiterhin nach oben wachsen. Sind inzwischen 15 Jahre alt. Und wir können uns tatsächlich ein neues Wheel kaufen. Und damit steigen wir um auf ein waschechtes Bobbycar. Ah, nee, doch nicht Bobbycar, sondern ein Quadbike. Unglaublich. Sehr, sehr schön. Nächstes Level. Be safe. We will be back in some okay. time. Sei vorsichtig. Wir kommen bald und schnell wieder zurück, ja, mein Sohn? Okay. Wir sehen uns später. Tschüssi. Okay. Bye. Okay. Tschüss. Okay. Und da gehen die Eltern aus. Oh nein, das wird doch bestimmt in einer Party resultieren. Oh. Kicke den Ball gegen die Wand. Oh yeah. Oh, 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 da fällt die... Oh, alles klar. Eine Sekunde. Nein, nein. Oh, nein. Das versteht das nicht falsch. Was ist hier passiert? Oh, da war ein... Du hast den, das Hitzeding über Nacht angelassen. You ja, left your heater on overnight. Du hast einfach den Erhitzer angelassen. Oh, das habe ich vergessen. Das tut mir echt leid. Guck mal, wie die da einfach chillen, ja, währenddessen es hinten einfach brennt. Okay, repariere das mit dem Feuer. Okay, wir müssen hier kurz das Feuer ausmachen. Pardon, pardon, bitte, bitte, gehen Sie aus, Feuer. So ein bisschen hier und da, jawohl. 100 Scheine dafür, dass wir das Feuer ausgemacht haben. Alles ist pico da bello. Oh, da kommt wieder die gute alte Prinzessin. Und die Nase wächst. Oh nein.
wie kann man nur so eine riesige Nase haben? Okay, und wir haben weiterhin 10 Monate. Okay, das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, Leute. Ciao!